Jede Menge Silver Scrapes, die ersten Wechselgerüchte, die aufkommen und ein Team, welches die Techniker Prime League tatsächlich verlässt. Das alles in der Prime Show, präsentiert von Bitburger 0,9. Moin Leute, herzlich willkommen zur Prime Show. Wir machen es wie ein AP Nunu und rollen direkt die Mitte runter, rein in die erste News. Und dort schauen wir als erstes auf die erste Runde der Playoffs in der Techniker Prime League. Dort hat Schalke 04 eSports gegen Austin Force Wilhelm gespielt, genauso wie Eintracht Spandau gegen die Unicorns of Love Sexy Edition angetreten ist. Austin Force hat die Series gegen Schalke am Ende tatsächlich gewonnen, wobei Schalke in Game 1 ziemlich gut aussah und nach vorne gehen konnte und das auch gar nicht mal zu close. Also sie waren relativ dominant. Game 2 und 3 gingen dann allerdings an Austin Force Wilhelm. Game 4 war dann nochmal richtig spannend. Es ging sehr, sehr lange. In Minute 47 konnte sich Schalke dann sogar noch eine Nash securen. Problem war, Austin Force Wilhelm konnte sich den Elder Drake securen und Nash und Elder hast du halt, also Elder gewinnt halt einfach gegen Nash. Und damit hat Austin Force Wilhelm die erste Runde gegen Schalke gewonnen. In der zweiten Series, also Spandau gegen Unicorns, hat Vertigo am Anfang in Game 1 ziemlich hart abgeliefert und dafür gesorgt, dass er gemeinsam mit guten Ganks und sehr starkem Parfing von Sansara Game 1 holen konnte und Eintracht Spandau in die etwas überraschende Führung gebracht hat. Game 2 war dann eine komplette X-Medi-Show, der auf Zeri ziemlich hart ausgerastet ist und die Unicorns quasi im Alleingang in das dritte Game gecarried hat. Und in Game 3 wurde es dann richtig spannend. Aus meiner Sicht war es das richtungsweisende Game dieser Series, denn dort haben die Unicorns über lange Strecken sehr, sehr gut geführt, haben alles kontrolliert. Im Late Game hatte man aber diese Aussicht eines sehr, sehr stark skalierenden AD-Carries bei Eintracht Spandau und war so, warte mal, wir sollten langsam mal ein bisschen Progress mit dem Game machen. Dann hat man den Nash versucht auf der Seite der Unicorns. Das hat nicht funktioniert. Sansara hat den Nash geklaut und Spandau hat das Game übernommen und damit hat Spandau tatsächlich den Matchball gehabt. Diesen konnten die Unicorns in Game 4 noch sehr souverän abwehren. Da hat man dann wieder eine knalle Performance rausgehauen. Aber in Game 5 war es dann tatsächlich doch wieder Eintracht Spandau, die ihren Playoff-Fluch brechen konnten. Zum ersten Mal Unicorns und vor allem auch Sheepy in der Geschichte der Prime League nicht ins Finale lassen konnten und damit jetzt eine Runde weiter sind. Aber wir hatten ja natürlich auch noch das Upper Bracket Final zwischen SK Gaming Prime und NNO Prime. In dieser Series konnte sich SK Gaming Prime in Spiel 1 relativ dominant durchsetzen. Die hatten ein sehr, sehr starkes Early Game und haben, ja, NNO Prime nicht wirklich eine große Chance gelassen. In Game 2 konnte NNO dann aber durch vor allem sehr starke Performances von ihr mit Jungle Duo, also Zarin und Schlatan, die extrem gut ausgesehen haben, Game 2 zurückholen und damit die Series vorerst ausgleichen. Game 3 hat man dann quasi die genau gleiche Combo nochmal gedraftet. Es war so ein bisschen Copy-Paste vom Draft, aber es hat wieder für NNO Prime funktioniert. Sie haben auch dieses Game geholt, vor allem dank Fehler von der Execution von SK, die sich im vierten Game gesagt haben, Leute, wir machen immer noch den gleichen Draft oder fast den gleichen Draft, er war wirklich sehr ähnlich, weil wir machen einfach nur Fehler in-game und wenn wir diese fixen, dann können wir auch gewinnen und das hat tatsächlich funktioniert und in Game 4 hat SK dann über NNO drüber gestormt, hat uns ein zweites Mal Silver Scrapes beschert und damit ging alles auf ein fünftes und finales Game drauf hin. Das war dann lange Zeit ziemlich killarm, allerdings konnte Neon, der AD Carry von SK, sich immer weiter auf der Jinx hochfarmen, hatte hier und da einige Kills gesammelt und am Ende war dieses Scaling von SK nicht mehr zu matchen, Neon auf der Jinx einfach ein bisschen zu stark und SK konnte sich damit durchsetzen und nicht nur für das große Finale des Spring Splits der TK Prime League qualifizieren, sondern eben auch einen Spot für die EMEA Masters bereits buchen, weil sie im Finale stehen. Dementsprechend schon mal Glückwunsch an SK. Am Mittwoch haben dann auch noch Austin Force Wilhelm gegen Eintracht Spandau gespielt, um die Möglichkeit zu haben, gegen NNO Prime im Lower Bracket Final um den Einzug ins Finale zu spielen. Ich nehme das Ganze an einem Tag auf, den nicht Mittwoch ist. Das bedeutet, ich weiß doch gar nicht, wer gewinnt, aber an dem Punkt kommt Schnittmagie bzw. meine Prediction-Kunst zustande. Denn ich weiß ganz genau, dass Eintracht Spandau es geschafft hat, sich gegen Austin Force durchzusetzen mit einem 3-0. Das große Finale ist damit auch nicht mehr so wahnsinnig weit entfernt und zwar am 12.04. wird das Ganze stattfinden. Nicht nur auf unserem Kanal, wo ihr natürlich sehr gerne einschalten könnt, sondern eben auch auf Johnnys Co-Stream-Kanal, da sogar mit Maxim und Zola in Kombination mit Johnny, also da gibt es auch eine absolute Banger-Besetzung. Und die beste Info kommt diesmal direkt zu Beginn, denn der Ticketverkauf für mein Offline-Event zur Prime League, meiner Watch-Party, wo ich mit Maxim und Zola kommentieren werde, der ist heute um 12 Uhr gestartet. Das Event wird nächste Woche Freitag am 12.04. sein, das erste Game startet um 18 Uhr. Wir machen allerdings schon eine interaktive Pre-Show und die startet um 16 Uhr. So oder so, schaltet auf jeden Fall ein.
Falls ihr gedacht habt, dass die Playoffs der ersten Liga bereits abgeliefert haben, dann seid ihr zum einen richtig. Aber vor allem habt ihr dann noch die Playoffs der zweiten Liga nicht verfolgt. Die haben nämlich nochmal auf einem komplett anderen Level delivered. Das erste Match dieser Playoffs war Direct Rising gegen die Kaufland Hangry Knights und das war das mit Abstand unspektakulärste. Da hat Kaufland mit 3:0 ziemlich hart einmal drüber gestompt und das war eine recht eindeutige Geschichte. Im anderen Match der ersten Runde hatte Rossmann die DKB Diamonds bzw. mittlerweile DKB Next Spieler eliminiert. Das war ziemlich close und per Reverse Sweep am Ende hat es aber Rossmann tatsächlich geschafft zu gewinnen. Diese, also Rossmann, wurden dann allerdings in einem sehr spannenden Duell mit den Kaufland Hangry Knights tatsächlich dann von ihnen eliminiert. Gerade das Topline-Matchup zwischen Ice Cap Ben und Sven ist da besonders hervorzuheben. Die kannten sich oder kennen sich sehr lange, waren eine sehr coole Series, die sich die beiden da oben geliefert haben. Damit werden die Kaufland Hangry Knights im Lower Bracket Final gegen Team Orange Gaming spielen. Diese haben nämlich im Upper Bracket Final gegen die Spinebusters verloren, die sich nicht nur für den Tiebreaker revanchieren konnten, sondern sich auch damit, also mit dem Win im Upper Bracket Final gegen Team Orange Gaming, für das Finale qualifiziert haben. Das bedeutet, der nächste Spieltag der zweiten Liga wird Team Orange Gaming gegen die Kaufland Hangry Knights sein, um den Einzug ins große Finale der zweiten Liga. Das Lower Bracket Final findet am Donnerstag um 18 Uhr statt und das große Finale dann am 9. April auch um 18 Uhr natürlich hier auf dem Prime League Kanal. Nach diesen ganzen Bangern der Prime League müssen wir leider auch noch über ein paar unschönere Themen reden. Und zwar ein paar E-Sports-Organisationen, die sich tatsächlich aus League of Legends zurückziehen, beziehungsweise aus dem E-Sports generell zurückziehen. Angefangen mit unseren Königsblauen-Vertretern aus der Techniker Prime League, und zwar Schalke 04 E-Sports. Die haben auf X ein Pressestatement veröffentlicht, in dem sie erläutert haben, dass sie sich zum Ende des Jahres aus League of Legends zurückziehen werden. Das bedeutet, sie werden noch ganz normal den Summer Split spielen, sie planen auch ganz normal den Winter Cup zu spielen oder das Turnier, was halt gegen Ende des Jahres im Prime League Kosmos stattfinden wird. Allerdings in 2025 werden sie kein League of Legends Team mehr stellen, weil sie sich auf das Kerngeschäft, den Fußball, zurückziehen oder konzentrieren wollen. Das bedeutet auch, dass die ganzen Fußball-Simulationsspiele oder der ganze E-Sports, den sie in die Richtung noch haben, der wird weiter fortgeführt. League of Legends allerdings leider nicht. Was ich persönlich extrem schade finde, nachdem Schalke ja sehr medienwirksam bereits vor einigen Jahren den LEC-Sport verkauft hat, ziehen sie sich jetzt auch leider aus der Premier League zurück. Außerdem zieht sich die Orga Sprout aus E-Sports zurück. In League of Legends war die nie so richtig groß. Letztes Jahr haben sie auch bereits ihren Rückzug aus League of Legends bekannt gegeben, haben in der zweiten Liga aber doch hier und da einige Fans sammeln können. Und jetzt ziehen sie sich eben komplett aus E-Sports zurück und werden ebenfalls ihren Abschied feiern. Außerdem gibt es einige Transfergerüchte, die primär in den anderen ELs unterwegs waren, mittlerweile jetzt aber auch die Prime League erreicht haben. Und zwar soll der AD Carry von Big im Sommer nicht mehr der AD Carry sein. Big hat die Zusammenarbeit mit Andariel beendet. Nachfolger davon soll laut Sheep Esports niemand Geringeres als Jeskler sein. Der könnte dem einen oder anderen von euch noch ein Begriff sein, weil er mit Tolkien und Obsess beispielsweise die Prime League gewonnen hat. Und zwar mit Maus 2020, ein Jahr davor, 2019, war er mit XL noch in der LEC. Und ein Jahr danach war er wieder in der LEC, dieses Mal für Astralis. Also sehr viel Erfahrung, die Jeskler mitbringt. Sehr viel auch einfach Gewinnermentalität, die Big zum aktuellen Zeitpunkt, denke ich, ganz gut brauchen kann. Das ist allerdings nicht die einzige News, die Big betrifft. Und zwar soll Big einen neuen Coach bekommen. Und zwar niemand geringeres als Gewus, ich weiß leider nicht, wie man ihn ausspricht, ist auf jeden Fall bekannt als Ex-Coach von Los Heretics und auch als Ex-Coach von ESG, also diesem alten Streamer-Team, allerdings zu einer Zeit, wo sie gar nicht mehr die Streamer hatten, 2020, also kurz bevor sie quasi an Eintracht Spandau gemercht haben, ist nicht so wichtig, aber dieser soll auf jeden Fall kommen. Ob er outländisch, also den aktuellen Coach, unterstützen oder ersetzen soll, das weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt nicht. Beides ist hier, denke ich, aber absolut möglich. Zum Schluss blicken wir noch einmal ein bisschen raus in die weite League-Welt und schauen noch ein bisschen Drama. Das hat sich nämlich in der VCS zugetragen, beziehungsweise ist Drama vielleicht nicht das richtige Wort. Es geht hier nämlich um Win-Trading-Vorwürfe, also ziemlich ernste Vorwürfe, die in der vietnamesischen Liga im Raum stehen. So sollen 32 Spieler aus allen 8 verschiedenen Teams dieser Liga sich an Win-Trading beteiligt haben. Unter anderem auch Riesennamen, die bei Worlds und MSI bereits zu sehen waren, wie einen BeanJ oder einen Froggy. Seit 2 Wochen liegt der aktuelle Liga-Betrieb wegen der laufenden Untersuchungen jetzt auf Eis und aktuell gibt es noch keine weiteren Informationen, was genau jetzt weiter passieren wird. Alle 32 Spieler wurden aber erstmal suspendiert und damit von allen Riot-Turnieren und Organisationen dementsprechend ausgeschlossen.
Die Teams leiten zudem auch eigene Untersuchungen und einige Spieler wurden bereits entlassen. Zusätzlich hat Riot Games angekündigt, dass überlegt wird, sie jetzt sogar von der MSI auszuschließen, was natürlich ein herber Rückschlag wäre. Es wurde auf Twitter auch schon bereits einiges, oder es gab einige Spekulationen darüber, dass es natürlich sein kann, dass die Wintrading-Vorwürfe oder Wintrading schneller zustande kommt, weil die Gehälter in der Region natürlich auch nicht so hoch sind. Trotzdem, das natürlich eine ziemlich krasse Geschichte und da folgen jetzt auch definitiv Konsequenzen. Um die Stimmung aber noch ein kleines bisschen zu heben, bevor wir auf den Win und den Fail der Woche kommen, schauen wir auf das neue TFT-Set. Dieses heißt Inkborn Fables, ist gestartet und ist so ein bisschen oldschool mal wieder. Na, zu der Zeit, wo ich noch TFT gespielt habe und es noch nicht so diese krassen Frontliner-Mechanics gab, ist das wieder angelehnt. Es geht so ein bisschen auf diese asiatische Mythologie in die Richtung vom Thema her. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus, probiert das gerne aus, wenn ihr möchtet. Damit schauen wir jetzt auf das Play der Woche. Dieses geht an die DKB Next-Spieler, die im Duell mit Rossmann eine absolute Genius-Strategie vollzogen haben. Der Nexus lag offen, sie hatten einen Taric und Keanos war so. Leute, Aram-Taktik. Taric ultet und alle hitten den Nexus und es hat geklappt. Alle hitten den Nexus und gleichzeitig ist es leider der Fail der Woche, denn der Nexus hat mit freaking 250... HP, das war eine Null, überlebt. Und damit hat es leider nicht für DKB geklappt. Ironischerweise haben dann die Rossmann Centaurs im letzten Game, also im Game danach, mit Kindred Ult genau das gleiche zu ihrem Nexus gemacht. Aber dann hat es funktioniert. Das ist ziemlich bitter, aber auch sehr, sehr lustig. Also wir Zuschauer haben definitiv gewonnen. Sowohl Play als auch Fail der Woche gleichzeitig für die DKB Next. Jungs. Zum Schluss schauen wir nochmal ganz kurz auf das Shoutout der Woche und das geht an die liebe Anna Banana, auch bekannt im Twitter-Kosmos, die es tatsächlich geschafft hat. Wieder Diamond zu... Ach, warte! Das war nur ein April-Scherz. Ist immer noch Hardstack ermüllt. Na gut, dann trotzdem liebe Grüße, ne? Freunde, das war's auch schon wieder mit der Prime Show. Falls ihr weitere Themenvorschläge habt für die nächste Episode, schreibt die super gerne unten in die Kommentare. Konstruktives Feedback ist da natürlich auch immer super gerne gesehen. Ansonsten schaltet definitiv bei den nächsten Playoffs Spiel mit ein. Die Playoffs delivern sowohl in erster als auch in zweiter Liga gerade komplett. Also ich würde wirklich einschalten. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode oder beim nächsten Prime Week Spieltag. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.